Sports. It's in the game. Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu diesem Spiel. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann begleiten Sie auch heute wieder durch das Spiel. Jetzt macht er ein Eigentor und jetzt müssen Sie in die Mitte. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu diesem Spiel heute Abend. Willkommen, liebe Fußballfreunde. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Wir zeigen Ihnen heute eine Partie aus den Champions Finals. Die Wanderers gegen die Wanderers. Es kann losgehen, alle sind bereit, alle stellen sich auf ein echtes Highlight ein. Ballverlust durch Cristiano Ronaldo. Angel Correa. Machen Sie gut. Steilpass. So, Situation bereinigt. Vorne der Ballgewinn. Das ist Trezeguet. Ball ist bei Bernardo Silva. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Kanté geht energisch dazwischen. Das ist natürlich ein guter Pass. Bernardo. Abseits von Ronaldo. Wow. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Ja, so kennen wir Cristiano Ronaldo. Ah, da wäre jetzt Platz. Und Tor! Glück dabei. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Angel Correa. Er schießt. Der Ball ist im Tor. Sie sind zurück im Geschäft. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch Form. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Aber dann ist der Ball doch weg. Die Szene damit also beendet.
es machen. Und das nächste Tor. Sie setzen nach, sie belohnen sich mit diesem blitzschnellen Doppelschlag. 2-1, hier ist noch alles drin. Ronaldo am Ball. Und das macht er schlecht, da der Spieler. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Der Versuch war harmlos. Fairer Einsatz hier. Super von Ronaldo. Er zieht vorbei. Vielleicht der Ausgleich. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse, ja. Aktion. Alles richtig gemacht. Den Applaus. Da oben, der fordert den Ball. Ball ist weg. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ronaldo. Bruno Fernandes am Ball. Schön abgeblockt. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Tja, Fassungslosigkeit, wo man hinschaut. Eine bessere Chance kann ich mir kaum vorstellen. Coman. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Die Wanderers im Angriff. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. Kanté geht energisch dazwischen. Der geht genau auf den Torhüter. Na, zur Gangbank. Sie verlieren den Ball. Super Pass! Glanzparade gehalten! Die Ecke kommt. Die Ecke kann er abwehren. Vom Spielverlauf her müsste es ganz anders aussehen. Aber wenn du deine Chancen nicht nutzt, dann liegst du eben hin. Die Wanderers jetzt. Aber jetzt ist die Gefahr bereinigt. Ball ist weg. Das war ein Headset-Gekräschel. Sie verlieren hier den Ball. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Ein guter Block hier. Flanke kam gut, aber Van Dijk ist da. Correa. Gut gemacht, da holen sie sich den Ball zurück. Bruno Fernandes. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Und jetzt ist es nur noch ein Schritt bis zum Ausgleich. Das ist zu schaffen. Der neue Spielstand lautet hier also 3-2. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Ball ist weg. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Hier ist was los. 3-2 der Pausenstand. Und da dürften alle im Stadion schon mal richtig zufrieden sein. Naja, vielleicht außer den Trainern. We'll be right back.
Das Spiel geht jetzt weiter mit einem Rückstand für die Wanderers. Chance vertan, die Kugel ist weg. Bernardo. Bernardo! Ball wird abgeblockt. Varela. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Martinez kann es machen. Herrlich bringen sie da den Ball blitzschnell nach vorne und dann dieses wunderbare Tor. Alles, aber auch alles richtig gemacht. Da hat alles gepasst und sie dürfen zu Recht jubeln. Neuer Spielstand 4:2. 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Gute Aktion. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Jetzt der Versuch. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Das war natürlich ein schwacher Pass. Gedankenwurf. Wer den bekommen sollte, das wissen sie vermutlich selber nicht. Die Wanderers haben den Ball verloren. Matteo Politano. Martinez. Guter Einsatz. Er hat den Ball. Bernardo Silva. Die Wanderers im Angriff. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Matteo Politano lässt sich da weit zurückfallen. Ganz gutes Nachtle. Er holt sich den Ball. Gutes Spiel, Dampau. Klares Foul, überhaupt keine Proteste. Freistoß. Das ist jetzt Vorspiel, genau. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ballverlust jetzt von Bruno Fernandes. Spielt den Ball. Was für eine Rettungstat, gehalten! Ecke kommt in die Mitte. Fast das Kopfballtor, aber nicht drin. Ah, das ist ärgerlich, macht alles richtig bei diesem Kopfball. Eine super Technik, aber am aber Ende geht der Ball knapp am Kasten vorbei. Matteo Politano. Jetzt die Flanke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Sie können kontern. Ja, wer lässt sich da etwas zu viel Zeit? Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. Ja. Martinez. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Ja, ich habe mir schon gedacht, aber jetzt ist die Einladung von Fabian nicht gekommen, oder du bist nicht mal ein Eber-Match. Was machst du an einem Samstag? Ja, leider einer der wenigen bisher heute. Das ist nicht sein bestes Spiel. Klasse, wie er den hält, wie er das Tor verhindert. Das wäre wahrscheinlich auf das rausgelaufen, das stimmt. Conte. Williams. Macht ihn! Ja, er macht ihn! Ja, aber in einem Auswärts. Eine enge Kiste und das, obwohl wir schon 7 Treffer morgen gesehen haben, Sonst. Wer weiß, was noch alles passiert. Aber warum hat Ibe immer am Samstag Match? Okay, alles klar. Rüdiger, ja, gut gelöst. Du musst so anschiessen, wenn du ein Verein-Fan bist, der immer noch am Sonntag spielt. Dann habe ich Silva. Da bedankt sich die Abwehr, das ist abseits. Ja, da machen sie ja, das Leben leicht. Schwacher Pass. Aber ja, da kannst du den Reis auch machen, man. Das ist ganz Asien gesehen. Dumfries. Da kommt die Flanke. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Ball kommt gut bei diesem hohen Steilpass. Cristiano Ronaldo. Ah. Nicht das Tor, unglaublich.
Es war kein gutes Spiel heute. Konsequenz ist nun diese Auswechslung. Tja, war nicht zu übersehen. Keine schlechte Chance hier bei diesem Kopfball, aber die Abwehr ist natürlich da. Ja, da wird es eng. Sie sind da und dann kannst du den kaum besser machen. Er geht schön dazwischen. Ein Angriff ist noch drin. Jetzt oder nie, sie können den Ausgleich schaffen. Das ja! 4-4, bumm. Der Ausgleich zum 4-4. Heute ist wirklich alles drin. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Vielleicht bekommen sie jetzt noch eine Chance. Gewinnen. Gefährliche Position. Schlecht verteidigt, spannend. Der geht vorbei. Zu früh hat er sich da gelöst, Cristiano Ronaldo. Und jetzt gibt es hier noch Gelb. Da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Sehr gut gemacht. Richtig, das Spiel zunächst weiterlaufen zu lassen. Ja. Schön diesen Pass angefangen. Die Wanderers im Angriff. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Und die Flanke hat er. Varela. Correa. Lautaro Martinez. Tanguy Ndombele. Ball ist unterwegs. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Das sah so vielversprechend aus, dieser Konter. Aber das war dann doch nichts. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Steilpass von Bernardo Silva. Klasse gespielt, guter Steilpass. Nicht drin, klasse vom Torwart. Gute Balleroberung hier. Packen Sie hier noch das Tor. Vielleicht die Führung jetzt. Ja, Mann, 93. Minute, 5-4 hier. Dieser Rückstand und jetzt das, wer hätte das gedacht? Ja, und? Dann haben wir dann bald zum Gespräch eingeführt. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Partie, die Gäste haben also gewonnen. Hauch.
Ja, kommt ein bisschen drauf an, halbzeitlich, aber sollte eigentlich schon gehen. Öppe schon. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Ja, Sie sehr also, herzlich zu diesem ja, heutigen Spiel. kann. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann begleiten Sie auch heute wieder durch das Spiel. Ich bin von mir und Zu rechts, Gast aber beim ja. Spiel in den Champions Will ich Finals, um wieder die Rangers spontan zuschauen. gegen die Wanderers. Da sieht er schlecht aus, er trifft ins eigene Tor. Ich glaube, wenn ich so über die Wand streiche, dann würde es dann hässlicher aussehen, als es vorher ausgesehen hat. Weiß ich aber auch nicht. Fußballfreunde, herzlich willkommen zu diesem Spiel. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch diese Partie begleiten. Wir zeigen heute das letzte Spiel aus den Champions Finals. Die Wanderers gegen Atletico. Ich denke, die beiden Teams werden das Spiel auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Da ist einiges drin, eine sehr reizvolle Partie. Schön dazwischen gegangen. Ist Federico Valverde. Atletico mit dem Angriff jetzt. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Federico Valverde. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Die Wanderers haben den Ball verloren. Gib doch mal kurz deine Prognose ab, Puschi. Was kann uns Cristiano Ronaldo heute zeigen? Ja, ein ganz toller Spieler und vielleicht auch einer der schnellsten. Da ist der Treffer, Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen, so kann es weitergehen. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Sie spielen den Ball zurück und da kommt der Ball aufs kurze Eck. Drin ist er. Traut sich nicht jeder, aber hier wird der Mut tatsächlich belohnt. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Die Wanderers im Angriff. Und da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Pogba fängt diesen Pass ab. Alisson hält. Ball ist noch im Spiel. Sie haben den Ball, erstmal durchatmen, aber die Parade eben, die war sensationell. Ich glaube und ich gehöre auch dazu, viele haben den Ball schon drin gesehen. Da kommt der Pass. Aber dann kann die Abwehr die Gefahr bei diesem Steilpass doch noch bereinigen. Dest. Er lässt den Gegner stehen. Federico Valverde. Nabil Fekir. Fick hier! Ball wird abgeblockt. Aus dem Schuss wird nichts. Er geht weit rüber. Kanté. Ball ist bei Bernardo Silva. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Viel Einsatz. Szene geht weiter. Ballverlust von Pogba.
Und damit ist der Ball weg. Cristiano Ronaldo spielt den Pass, aber dazwischen gegangen. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Da geht die Fahne hoch. Also, ach, das würde ich mir gerne in der Wiederholung noch mal anschauen. Ja, klasse Pass. Er war noch dran, gibt Ecke. Das macht er ganz sicher. Hat den Ball, der ihn vor keine echten Probleme stellt. Wir sehen den Ballbesitz. Ja, da ist Atletico in den letzten 15 Minuten vorn. Und sie kommen ja durchaus auch zu ihren Chancen. Ich glaube, der Ausgleich liegt in der Luft. Conte. Cristiano Ronaldo mit dem Ball. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Gut gemacht. Mit dieser Grätsche holt er sich den Ball. Ja, mit viel Übersicht. Weiter am Ball, Abwehr findet keinen. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Jetzt hoffen sie hier natürlich auf den Ausgleich. Freistoß in gefährlicher Position. Super vom Torwart, aber der Freistoß war auch nicht so gut. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. Bernardo mit dem Passgegner ist da. Spiel läuft im Moment an ihm vorbei, aber er kämpft. Er will jetzt den Ball. Viel Übersicht bei diesem Pass. Sie machen zu. Ah, das war wichtig. Fehlpass, Pogba. Erstmal geklärt. Federico Valverde. Aaron Wan-Bissaka. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Flanke jetzt von Dembélé. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Bruno Fernandes. Kanté. Bernardo. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Damit ist die Szene erstmal wieder beendet. Aber die Parade gerade, die würde ich mir schon gerne noch mal ansehen. Die war nämlich sensationell. Der Ball war doch eigentlich schon drin. Ganz energischer Einsatz. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Dembélé. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Nach 45 Minuten haben wir hier zwar eine Führung, aber Chancen haben wir nach wie vor von beiden Teams. Ja, sie haben beide schon gezeigt, dass sie es können. Es wird wichtig sein, gleich hellwach aus der Kabine zu kommen. Atletico ist hinten. Der zweite Spielabschnitt kann beginnen. Wir machen weiter mit diesem Spiel. Dest. Eder Militao. Aaron Wan-Bissaka. Da haben sie jetzt den Ball. Nun Ronaldo. Bruno Fernandes. Geht dazwischen und hat den Ball. Ja, so kennen wir Cristiano Ronaldo. Fred. Kanté hat den Ball. Schön dazwischen gegangen.
Jetzt Memphis Depay. Jetzt haben sie den Ball verloren. Cristiano Ronaldo, sehr aktiv. Da lässt der Schiedsrichter erst weiterlaufen, aber dann entsteht kein richtiger Vorteil. Also gibt es nun doch den Freistoß. Fritz. Nein, kein Tor. Schöner platzierter Ball, aber am Ende eben doch kein Treffer. Mehr am Ball ist Atletico, aber sie liegen trotzdem weiter hinten. Der Grund? Der Mangel an klaren Chancen. Sie machen nichts aus ihrem Ballbesitz. Angriff hier von Atletico. Zieht einfach mal ab. Was für eine Parade. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassekeeper. Ja, guter Steilpass hier. Chance für David Trezeguet. Unglaubliche Parade. Ecke kommt in die Mitte. Ah, klasse geklärt. Ronaldo. Sauber vom Ball getrennt hier. Bernardo. Und nun Ronaldo. Bernardo mit dem Passgegner ist da. Depay gibt den Ball ab. Cristiano Ronaldo. Sie verlieren den Ball. Aaron Wan-Bissaka. Atletico mit dem Angriff jetzt. Nabil Fekir. Starkes Tackling hier. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Vielleicht jetzt. Da ist der Ausgleich und alles zurück auf Anfang. Einseits wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Walker. Da wäre jetzt Platz auf dem Flügel für die Wanderers. Schöner Einsatz. Wichtig, dass Sie da klären. Federico Valverde. Atletico in der Offensive. Jetzt hätte er Platz zum Flanken. Dembele! Den Ball hält er gut. Wir sehen den Wechsel. Gibt hier eine Ecke, könnte gefährlich werden. Kein Problem. Der Torwart ist da beim Eckball. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Oh, Nabil Fekir. Da ist der Treffer. Sie liegen vorne. Der Ball geht da unter die Latte. Boah, da passt alles. Es war kein gutes Spiel heute. Konsequenz ist nun diese Auswechslung. Tja, war nicht zu übersehen, hat eigentlich nie richtig reingefunden in dieses Spiel. Lief nicht und deshalb ist jetzt vorzeitig Feierabend. Ja, geht gut dazwischen. Pogba jetzt. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Pogba. Wichtig, dass er da mit dem Fuß dazwischen kommt. Das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Dembele. Dembele! Tor! Sie setzen noch einen drauf. Sie sind klar überlegen und das sieht man jetzt auch am Spielstand.
Sie wechseln und Szenenapplaus gibt es da keinen, Buschi, denn das war heute eine eher diskrete Leistung. Sehe ich auch so, immer wieder kleine Unaufmerksamkeiten, die kannst du dir in so einem Spiel nicht erlauben. Macht er gut. Schön dazwischen gegangen. Fekir. Stark gearbeitet. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Ja, könnte was werden. Und nun Pogba. Fekir kann das Tor machen. Sie können erstmal blocken, aber weiter Gefahr. Gute Möglichkeit, aber abgepfiffen. Die Fahne ist oben. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Memphis jetzt. Kantés Pass abgefangen. Sie kämpfen um den Ball. Da trennt er ihn fair vom Ball. Die Chance für Depay. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Und damit war es das für heute. Test. Mm-hmm.